Hallo, ich bin der Norman und ich bin der Gemeindewehrführer der Feuerwehrgrün Heide. Wir unterstützen das Bürgerfernsehen, indem wir den Gästen des Fernsehfrühshoppens die Möglichkeit geben, Unterwasseraufnahmen mit den Tauchern zu machen. Und neben den Tauchern haben wir natürlich bei der Feuerwehr noch viele, viele andere Sachen mehr, die für Sie interessant sind. Und ich bin sicher, gemeinsam mit den freundlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grünheide und der anderen Ortsteile werden wir für das Bürgerfernsehen noch viele Ideen entwickeln. Aber für unseren geplanten sonntäglichen Fernsehfrühshoppen soll Tauchen eine erste Attraktion werden. Hintergrund dafür ist die Gelegenheit für Unterwasseraufnahmen zu bieten. Dabei wollen uns die Kameraden der Tauchergruppe helfen. Richtige Bezeichnung ist SEG Tauchen Landkreis Oder Spree. Taucher aus den verschiedensten Orten haben hier in Grünheide ihre Standort. Schnelle Einsatzgruppe, SEG. Das sagt schon etwas über die Aufgabenstellung dieser engagierten Feuerwehrleute. Leider kommt es ja immer wieder zu Unfällen in der seenreichen Gegend und wenn es nicht gelingt zu retten, dann müssen die Taucher bergen. Die SEG existiert seit Anfang der 90er Jahre und wurde von der Gemeinde von Anfang an unterstützt. Darauf können wir stolz sein. Die wichtigste Aufgabe ist das Bergen. Tatwaffen, gesunkene Boote, leider eben oft auch verunglückte Menschen. Feuerwehr macht allen Spaß, übrigens Jungen wie Mädchen, wie ich in meinem Video über den Feuerwehrsport Kienbaum berichtet habe. Aber Tauchen macht vor allem denen Spaß, die Wasser nicht nur aus dem Schlauch, sondern auch ganz um sich herum lieben. Ich freue mich, dass der Feuerwehr unser Konzept des Bürgerfernsehens gefällt und dass sie deshalb trotz ihrer vielen Aufgaben unseren Live-Fernsehfrühshoppen unterstützen. So haben zukünftige Bürgerreporter die Chance, genauso einen Unterwasserbewohner zu filmen, wie es der Feuerwehrtaucher mit unserer Action-Kamera für uns gemacht hat. Vielen Dank!